In der heutigen digitalen Welt ist ein zuverlässiger Print-Server unerlässlich. Ich stelle dir die besten Modelle vor, die dir helfen, das Drucken zu revolutionieren und gleichzeitig Zeit und Ressourcen zu sparen. Der CSL Computer Print Server bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, einen USB-Drucker in ein kabelgebundenes Netzwerk einzubinden. Mit seiner USB 2.0 Schnittstelle lässt sich der Drucker direkt anschließen und über das Netzwerk mit mehreren Computern teilen. Dank des RJ45 Ethernet Ports und der Unterstützung von Protokollen wie TCP/IP und DHCP lässt sich der Print Server unkompliziert in bestehende Netzwerke integrieren. Die Datenübertragung erfolgt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbit pro Sekunde, was für kleinere Büroumgebungen ausreichend ist. Ein Nachteil des Geräts ist, dass es nur Windows-basierte Systeme unterstützt, was die Nutzung in Umgebungen mit unterschiedlichen Betriebssystemen wie Mac oder Linux einschränkt. Zudem ist die Konfiguration etwas umständlicher für weniger erfahrene Nutzer, da sie über eine Webschnittstelle erfolgt, die nicht immer intuitiv ist. Insgesamt ist der Print-Server eine kostengünstige Lösung für kleinere Büros oder Heimanwender, die ihren Drucker für mehrere Nutzer im Netzwerk zugänglich machen möchten. Den aktuellen Preis des Geräts kannst du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon einsehen. Der Celex 600 ist ein leistungsstarker USB-Geräteserver, der eine einfache Netzwerkanbindung für verschiedene USB-Geräte wie Drucker, Scanner und Speicherlaufwerk ermöglicht. Mit Unterstützung für sowohl USB 3.0 als auch USB 2.0 können die angeschlossenen Geräte im Netzwerk mit hoher Geschwindigkeit verwendet werden. Die Gigabit-Ethernet-Konnektivität sorgt für schnelle Datenübertragungen, ideal für Geräte, die große Datenmengen erzeugen, wie etwa Dokumentenscanner. Das Gerät ist kompakt und leicht und lässt sich einfach in Büroumgebungen integrieren. Ein Nachteil dieses Geräts ist, dass er hauptsächlich auf Windows-Betriebssysteme beschränkt ist, was in heterogenen Netzwerken zu Einschränkungen führen kann. Zudem kann die Einrichtung und Konfiguration über die Webschnittstelle für weniger technikaffine Benutzer etwas kompliziert sein, insbesondere wenn mehrere Geräte verbunden werden sollen. Insgesamt bietet dieses Modell eine flexible Lösung zur gemeinsamen Nutzung von USB-Geräten im Netzwerk, insbesondere in kleinen Büros oder Arbeitsgruppen. Den aktuellen Preis kannst du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon einsehen. Der Silex 520AN ist ein vielseitiger USB-Geräteserver, der sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Netzwerkkonnektivität unterstützt. Mit seinem WLAN-Standard IEEE 802.11n und Gigabit-Ethernet-Anschluss bietet er eine flexible Lösung zur kabellosen Integration von USB-Geräten wie Druckern, Scannern oder externen Festplatten in ein Netzwerk. Dank der hohen Datentransferraten von bis zu 300 Mbit pro Sekunde im WLAN und 1000 Mbit pro Sekunde über Ethernet eignet sich dieses Modell besonders für Umgebungen, in denen mehrere Nutzer gleichzeitig auf ein Gerät zugreifen müssen. Ein Nachteil dieses Geräts ist, dass er nur eine USB 2.0 Schnittstelle bietet, was die Datenübertragungsrate bei großen Dateien im Vergleich zu neueren USB-Standards verlangsamen kann. Zudem kann die Einrichtung und Konfiguration für Benutzer ohne technische Vorkenntnisse etwas kompliziert sein, insbesondere bei der Nutzung von Sicherheitsfunktionen wie IEEE 802.1x. Insgesamt bietet dieses Modell eine robuste Lösung für Unternehmen, die ihre USB-Geräte drahtlos und sicher im Netzwerk teilen möchten. Den aktuellen Preis des Geräts kannst du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon einsehen. Die Dymo Label Writer ist ein praktisches Zubehör, das es ermöglicht, Dymo Label Writer Etikettendrucker über ein Netzwerk zu betreiben. Durch den Anschluss des Druckers an diesen Print-Server kann er von mehreren Computern im Netzwerk verwendet werden, ohne dass er direkt an einen PC angeschlossen sein muss. Die Installation ist einfach. Schließen Sie den Print-Server per Ethernet an Ihr Netzwerk und per USB an den Label Writer Drucker an. Er ist mit einer Vielzahl von Dymo-Modellen einschließlich der 400 und 450 Serie kompatibel. Ein Nachteil des Print-Servers ist, dass er nur für Dymo Label Writer Drucker funktioniert, was die Kompatibilität mit anderen Druckermarken ausschließt. Darüber hinaus ist er auf eine kabelgebundene Netzwerkverbindung über Ethernet beschränkt, was bedeutet, dass er nicht drahtlos verwendet werden kann. Zusammenfassend ist dieses Modell eine großartige Lösung für Büros oder Arbeitsumgebungen, die Dymo Label Writer Drucker von mehreren Computern aus verwenden wollen. Es vereinfacht das Etikettendrucken erheblich und verbessert den Workflow. Den aktuellen Preis können Sie über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon einsehen.
Der Digitus Fast Ethernet Print Server verwandelt ihren herkömmlichen USB-Drucker in einen Netzwerkdrucker, der für alle Benutzer im Netzwerk zugänglich ist. Mit seiner einfachen Plug-and-Play-Installation und Unterstützung für gängige Druckprotokolle wie LPR, IPP und SMB-TCP ermöglicht er das Teilen von Druckressourcen über kabelgebundene Netzwerke. Außerdem unterstützt er sowohl Peer-to-Peer-Druck als auch serverbasierte Drucklösungen, was ihn besonders vielseitig für unterschiedliche Netzwerkumgebungen macht. Das Gerät ist mit allen gängigen Betriebssystemen, einschließlich Windows 10 und macOS, kompatibel und bietet eine webbasierte Verwaltung sowie SNMP-Unterstützung für eine einfache Steuerung und Überwachung. Ein Nachteil des Geräts ist, dass es keine drahtlose Funktionalität bietet und nur über eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung genutzt werden kann. Zudem ist die Einrichtung durch das Fehlen von WLAN etwas weniger flexibel, insbesondere in Umgebungen, die auf kabellose Netzwerke setzen. Insgesamt bietet dieses Modell eine kostengünstige und effiziente Lösung, um lokale Drucker in das Netzwerk zu integrieren und sie für mehrere Benutzer freizugeben. Den aktuellen Preis finden Sie über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Der StarTech Print Server ist eine praktische Lösung, um einen USB-Drucker mit mehreren Nutzern in einem Netzwerk zu teilen. Er unterstützt eine zuverlässige 10-100 Mbps Ethernet-Verbindung und ist kompatibel mit gängigen Betriebssystemen wie Windows und macOS. Mit diesem Gerät können Sie Druckeraufträge von beliebigen Computern im Netzwerk senden, was die Effizienz insbesondere in Büroumgebungen steigert. Die Installation erfolgt einfach über eine webbasierte Oberfläche oder eine Windows-basierte Konfigurationssoftware. Ein Nachteil ist, dass dieses Gerät kein WLAN unterstützt, sodass er nur kabelgebunden verwendet werden kann. Außerdem ist die Einrichtung für Benutzer, die keine Erfahrung mit Netzwerkkonfiguration haben, etwas herausfordernder. Insgesamt ist dieses Modell eine kostengünstige Lösung für kleinere Netzwerke oder Büros, die es ermöglicht, einen USB-Drucker effizient gemeinsam zu nutzen. Weitere Informationen und den aktuellen Preis finden Sie über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Der SEH UTTENServer Pro ist ein leistungsstarker Print-Server, der es ermöglicht, USB-Geräte über ein Netzwerk zu teilen. Er bietet zwei USB 3.2 Anschlüsse und unterstützt Gigabit Ethernet, was eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung gewährleistet. Mit der Unterstützung von SNMP V3 und webbasiertem Management eignet sich der Server sowohl für kleine als auch für mittelgroße Unternehmen, die eine zentrale Druckerverwaltung benötigen. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Sicherheit durch Verschlüsselungsprotokolle wie HTTPS und TLS. Ein Nachteil könnte der Preis sein, der im höheren Segment liegt, und die Tatsache, dass keine WLAN-Unterstützung angeboten wird. Dies macht den Server nur für kabelgebundene Netzwerke geeignet. Insgesamt ist dieses Modell eine zuverlässige Lösung für professionelle Umgebungen, die eine sichere und einfache Verwaltung von USB-Geräten über Netzwerke benötigen. Weitere Informationen und Preise finden Sie über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Danke, dass du dir dieses Video angesehen hast. Wenn dir die Informationen gefallen haben, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und deine Gedanken in den Kommentaren zu teilen. Bis zum nächsten Mal und denk daran, drucke smart, nicht hart.